Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Heute packen wir vier Anime-Serien aus. Eine Serie von Peppermint Anime, zwei von KC Anime und eine von Nippon Art. Und ich würde sagen, wir fangen als erstes an mit Nippon Art. Da haben wir einmal das dritte Volumen von Gangster. Also Gangster ist eine Serie, die mir sehr gut bis jetzt gefällt. Ich habe ja das erste Volumen gestellt bekommen damals von Nippon Art. Habe aber noch mal die Version mit den Schuber geholt. Und ich weiß, was ich mit dem Pressemuster machen werde. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte bis jetzt. Leider wurde mir gesagt, dass die Serie nie komplett wirklich beendet wurde, da das Studio pleite gegangen ist und da musste schnell gemacht werden. Aber bis jetzt finde ich die Serie sehr cool. Hier haben wir die Episoden 7 bis 9, Bildformat 16 zu 9, Sprachen Deutsch ist 5.1, Japanisch 2.0, Untertitel Deutsch. Für die drei Episoden haben wir eine Laufzeit von 90 Minuten, extra mal ein Booklet, Poster und Wendecover. So sieht die Diss aus. Dann haben wir hier das kleine Poster, was da immer bei ist. Ist genau dasselbe. Und dann haben wir hier das Booklet. Etwas schmal, das gute Stück. Aber wie gesagt, eine sehr, sehr gute Serie hätte ich am Anfang nicht gedacht. Kann ich empfehlen. Vielleicht bringt Nippon Art ja mal auch eine Gesamtedition raus. Wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Dann würde ich sagen, machen wir mal Shigatsu wo Kami no Uso oder Sekunde im Moll einfach ab 6 Jahren freigegeben. Übrigens, alle Anime-DVDs, die ich hier auspacke, gibt es auch auf Blu-ray. Ich würde euch je ein Exemplar verlinken zu Nippon Art, Amazon und auch Trailer und weitere Informationen unten in der Videobeschreibung. Das ist das vierte Volumen, ab 6 Jahren freigegeben. Den FSK-Aufkleber kann man entfernen. Und holen wir den Schuber mal raus. Ist ein Schuber ein Schuber? Das finde ich mal gut. Ja, die Episoden 17 bis 22, Sprachen Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 105 Minuten, Bildformat 16 zu 9, Auflösung PAL, Ton ist Dolby Digital 2.0 Stereo. So, ich habe übrigens eine kleine Delle gesehen, hier unten links. Sowas stört uns Anime-Sammler, aber es geht. Dann haben wir hier ein sehr schönes Motiv. Hier haben wir auch nochmal einen Flatschen drauf, verstehe ich nicht, aber den kann man auch entfernen. Und so sieht die Rückseite aus. Und dann haben wir hier nochmal zwei DVDs mit demselben Motiv. Ich glaube, Blu-ray ist nur wieder eine DVD, beziehungsweise eine Disc, nicht DVD. Und dann haben wir nochmal ein Notenblatt. Die Glücklichen, die das spielen können und lesen können. Ich kann es nicht spielen noch lesen, also Noten lesen. Aber Respekt an alle, die das können. So, das war das, das, das. So, dann würde ich erstmal, dann packen wir erstmal von KC Anime diese Serie aus, von Kyoto Studios. Love Shinobio, ich spreche nur das Shonluvi Brio, ich kann das nicht aussprechen. Ab 12 Jahren freigegeben ist die zweite Staffel und ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal gesagt, dass die nicht so gut ankommt. Weiß ich nicht, bei der ersten Staffel hatten das mehr ausgepackt und bei der Staffel irgendwie gar nicht. Die Episoden 8 bis 10 haben wir hier, Sprachen Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 75 Minuten, Bildformat 16 zu 9, Sound ist Dolby Digital 2.0, Bonus ein Booklet, zwei Mini-Episoden. Und die Episode 8, 9 und 10, inklusive Booklet und zwei Mini-Episoden steht hier unten noch. Das ist eine sehr lustige Serie. Ich mag den Zeichenstil. Erinnert sehr an K-On! Und hier ist ja auch vom selben Studio. Und ich liebe die Serie. Sehr, sehr zu empfehlen. Und ja, Kase hat sich hier auch wieder viel Mühe gegeben. Wir haben wieder ein Inlay-Bild. So, die DVD wieder rein. Die DVD sieht so aus. Und dann haben wir ein dickes Booklet. Können wir mal schreiben, ob ihr euch die Staffel auch gekauft habt oder da wartet? Weil, wie gesagt, die erste Staffel, wo bei dem Volumen 1 diese TikToks dabei waren, die haben so viele ausgepackt. Und die Serie, also ich kenne, glaube ich, nur zwei User mit mir, die die auch ausgepackt haben und auch gut finden. Also ich habe auch das Gefühl, die erste Staffel war gehypt und dann ist sie untergegangen. Leider. Ich hoffe, die Verkaufszahlen waren in Ordnung für Kase. Mal gucken. Also ich finde die Serie sehr gut. Und dann haben wir eine Serie, die ich erst doof fand. Also ich habe die Anasa Volumen 1, 2, 3 Mal versucht zu gucken, bin immer eingeschlafen. Und dachte, nee, die Serie, warum finden die alle gut? Und dann habe ich mich doch drauf eingelassen. Das ist jetzt eine Serie, die gucke ich mir immer sofort das Volumen an. Und ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt ausgeht. Also doch eine sehr gute Serie. Ich war einfach nur zu müde. Und hier haben wir dann die Episoden 8 bis 10, Sprachen Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 75 Minuten, Bildformat 16 zu 9, Sound ist aber Digital 2.0, Bonus ein Booklet. Und ja, eine sehr gute Serie. Ich bin gespannt, wer dann jetzt ja, schuld dran ist, dass die Leute da alle sterben. Und ich habe da so einen Verdacht, aber ich werde da nichts sagen. Auf jeden Fall sehr spannend und ich hätte nicht gedacht, dass die Serie mich so packt. Ist sogar einer meiner Lieblingsserien letztes Jahr geworden.
Und ich habe so lange drauf warten müssen, bis das neue Volumen erscheint. Auch ein sehr schönes Motiv. Und kann ich empfehlen, gerade so Mystery, Geister, Anime-Fans, kauft es euch. Ist echt eine sehr gute Serie. Obwohl ich am Anfang dachte, die wäre nicht so gut. Mein Fehler, aber die kann ich empfehlen. Wirklich sehr, sehr gut. Eigentlich kann ich hier alle Animes empfehlen. Wobei, Shigatsu wa Kimi no Uso habe ich noch nicht so viel geguckt, aber die ersten Episoden haben mir gefallen. Love Dings, da habe ich auch gesagt, gefällt mir. Hat mir auch sehr gut gefallen. Gangster auch. Also eigentlich doch, gefallen mir alle Serien hier. Das war's von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare und Bewertungen. Und ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr die Serien findet. Zum Beispiel an NASA, hattet ihr auch das Problem oder fandet ihr die sofort gut? Und würde mich über Kommentare und Bewertungen einfach freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gabatrons. Tschüss.